Fieber in Thüringen. Tausende Jugendliche pilgern jedes Wochenende in die größte Diskothek des Freistaates. Hier geht was! Hey! Jawohl, ja! Das ist einfach der einzige Club, wo man wirklich auch mal abgehen kann und wo einfach so eine coole Location hier einfach wohnt. Das ist halt hier in der Gegend einfach das einzige, wo man wirklich hingehen kann. Viel Arbeit für die Macher und die Mitarbeiter. Mehr als 50 Angestellte sorgen dafür, dass der Laden läuft. Die Mutti sagt, wenn es das in ihrem Alter schon gegeben hätte, wo sie so alt war wie ich, dann hätte sie das auch gemacht. Hört sie jetzt auf! Ohne! Bei 35.000 Gästen im Monat bleiben unangenehme Zwischenfälle nicht aus. Übermäßiger Alkoholkonsum oder Drogenmissbrauch zwingen die Sicherheitsleute zum Eingreifen. So, jetzt bleibst du, wo du bist. Freitagabend 20.30 Uhr. In einer halben Stunde öffnet die Großdiskothek Mad ihre Türen. Die beiden Gogo-Tänzerinnen Mel und Nadine haben heute ihren ersten Auftritt in dem Eisenacher Tanztempel. Geschäftsführer Stefan Wagner weist sie ein. Hallo. Hallo. Wir sind die Tänzerinnen. Ja. Hallo. Hallo. Ja, genau. Nadine. Genau. Warst du schon mal hier? Nein, ich weiß es aber nicht mehr. Für ihre Arbeitskleidung und etwaige Accessoires sind die Entertainerinnen selbst verantwortlich. Für die Arme und so brauchen wir nichts, oder? Nein, da wären wir komplett angemalt. Okay. Nur leicht bekleidet aufzutreten, bringt die erfahrenen Tänzerinnen nicht mehr aus der Ruhe. Ein dickes Fell brauchen sie dennoch. Die einen, die machen komische Geräusche, so abwerten, das ist ganz normal. Das sind aber größtenteils Mädels, die dann sowas machen. Da kann man sich alles schönreden, da spricht der Neid. Aber von den Kerlen, wie Bauarbeiter, ja, da wird hinterher gepfiffen oder... Aber größtenteils sagen sie eigentlich gar nichts. Da gucken sie alle. Flexibilität und Spontanität gehören ebenso zum Repertoire der Gute-Laune-Profis. Wo, wie und zu welcher Musik sie tanzen, erfahren sie erst kurz vor ihrem Auftritt. Die medizinische Masseurin Mel schätzt vor allem die Vielseitigkeit ihres Nebenjobs. Ich denke mal, dass wir zum Teil mehr erleben als manch andere vielleicht, weil wir einfach jedes Wochenende in einer anderen Stadt sind, in einer anderen Disco sind. Ja. Ja. Und es passiert auch immer irgendwas Lustiges. Ja. Haus- und Hoftechniker Geoffrey Summers spielt heute Chauffeur. Ein exklusiver Limo-Service gehört zu den VIP-Angeboten der Großraumdisco. Stammgäste werden zu besonderen Anlässen kostenlos abgeholt, mit Sekt verwöhnt und später sogar wieder nach Hause kutschiert. Für Summers bedeutet das Lenken der Luxuslimousine eine willkommene Abwechslung. Wir bieten hier einen VIP-Service an und da sollte dann alles stimmen. Also im Fahrzeug schon Getränke, entsprechendes Ambiente. Wir schmeißen uns dann auch ein bisschen in Schale, nicht so wie wir so normal arbeiten, sondern ein bisschen auch dann rausputzen, Gast vor der Haustür abholen, einen besonderen Service eben bieten. Der soll sich an dem Abend vorkommen wie ein Star. Geoffrey soll eine Stammkundenklicke im nahegelegenen Örtchen Berka einsammeln. Der Shuttle-Service im Hollywood-Stil kommt an. Schönen Abend, hallo, ich bin Geoffrey. Das Ziel der Studenten, die monatlich stattfindende Triple-Decker-Party mit dem Motto einmal zahlen, dreimal trinken. Bitte schön. Kuscheln. Wir können hier kuscheln. Schwanzstück hier. Der 21-jährige André Ludwig feiert das Wiedersehen mit seinen Freunden. Seit knapp 2 Jahren studiert er in Leipzig. Mit der Limo durch Eisenach ist natürlich extrem geil, weil hier auf unserem Kuhkaff, ich meine, was passiert da sonst schon? Und es ist natürlich schon geil, mit so einer fetten Limo vorzufahren hier und so. Und mit Stimmung und Sekt und so, das ist auf jeden Fall sehr geil. Wer im Mad feiern will, muss zunächst die Türkontrollen passieren. Na mal kurz. Ja, klar. Zeig mir was nach. Augentropfen. Da bleib bei uns. Was? Bleib bei uns, wenn du gehst raus, kriegst du das. Ich warte es aber, ich bin an Augen gelasert worden. Ich muss mir da ab und zu mal Augentropfen reinmachen durch den Rauch. Es sind wirklich nur Augentropfen. Also, ja. Ist Tränenersatzmittel. Okay. Matthias, was machen wir? Ja, hat aber recht. Ist Tränenersatzmittel, weil ich an Augen gelasert worden bin. Ist nichts Besonderes, wirklich. Ja, wir haben in letzter Zeit immer mal so ein paar Vorfälle, wo... Gäste von uns hier irgendwelche wilden Tropfen in die Gläser gemacht kriegen. Deswegen tue ich in der Regel sowas einsortieren. Kannst du zeigen, wie es sauber macht? Ja. Von mir aus.
Ich will nur sagen, warum das kontrolliert wird. Ja. Ja. Hallo. Darf ich dann noch was sehen? Auch Minderjährige dürfen rein. Nach Absprache mit dem örtlichen Jugendamt haben die Betreiber ein Dokument zur Einlasskontrolle erarbeitet. Viel Spaß. Das ist jetzt ein typischer Mama-Zettel, ja? Da steht oben die Adresse der Eltern, in der Mitte die Adresse des jeweiligen unter 18-Jährigen und unten drunter die Adresse der begleitenden über 18-jährigen Person. Es muss einmal das Elternteil unterschreiben und einmal der über 18-Jährige, der das begleitet. Und dann steht eben halt so strafrechtliche Sachen noch unten drunter wie Urkundenfälschung, ähnliche Sachen, dass sowas beachtet werden muss. 23 Uhr, die perfekte Zeit für einen glamourösen Auftritt. Während die Warteschlange vor der Tür immer länger wird, dürfen Stammgast Alexander und seine Freunde den Seiteneingang nutzen. In den letzten Jahren wurde das MAD zweimal mit dem begehrten German Disco Award ausgezeichnet. Von dem viel diskutierten Disco-Sterben, unter dem die Branche leidet, ist in Eisenach nichts zu spüren. Für die VIP-Stammkundschaft stehen extra reservierte Bereiche zur Verfügung. Man sieht ein bisschen die neidischen Blicke, ist natürlich schon sehr geil. Und naja, aber wir verhalten uns so wie immer, also wir sind immer so drauf, wie wir hier sind. Also wir werden auch so normalerweise angeguckt, weil wir immer ein bisschen mehr Party machen als die anderen. Countdown für die Gogos Nadine und Mel. Letzte Chance, die Outfits zu richten, aber auch um sich in Feierlaune zu bringen. Für die beiden Profis kein Problem. So wie eine Verkäuferin auch freundlich sein muss, so sind wir dann eben auch gut drauf. Auch wenn es uns mal nicht so ist. Das merken die anderen dann, denke ich, nicht. Ja. Und das, ja, das war's eigentlich. Unser großes Ziel ist, den Chef zufriedenzustellen, dass die Party so wird, wie er sich das vorstellt. Und wir am Ende wieder gebucht sind. Sind die Gäste zufrieden, ist der Chef zufrieden, sind wir auch zufrieden. Knackige Kurven und gekonnte Tanzeinlagen können die Aufmerksamkeit eines verwöhnten Publikums mittlerweile nicht mehr allzu lange bannen. Deshalb setzen die Disco-Betreiber auf Abwechslung. Das heutige Highlight: Bodypainting. Nadine ist seit 3 Jahren Entertainerin. Sie hat jegliche Berührungsängste längst abgelegt. Selbstbewusstsein gehört schon dazu, ja, weil sonst könnte man das gar nicht machen. Aber ich nehme es mir jetzt nicht zu Herzen, ich kann heute Nacht ruhig schlafen, also kein Problem. Die 22-Jährige arbeitet hauptberuflich als Fitnesstrainerin. Mit ihrer Figur hat sie schon so manchen Gast in die Bredouille gebracht. Wie gefällt dir die Frau? Geht schon. Ich kann aber nicht sagen, wie ihm die Frau gefällt. Weil seine Freundin hinter ihm steht. Schöne Figur hat sie. Schöne Figur hat sie. Macht das ein bisschen neidisch oder guckt man da einfach wohlwollend hin? Einfach nur hingucken. Sag ich. Dank steigendem Alkoholpegel hat Security-Chef Matthias schnell alle Hände voll zu tun. Damit sich Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Gästen nicht zu Massenprügeleien ausweiten, laufen die Security-Kräfte die ganze Nacht hindurch Streife. Hey, was war denn los hier? Ja, der schlägt uns! Der hat uns geschlagen! Raus! Raus! Mal kurz mit dir reden, während dem Weg. Hier, Mädchen, du bleibst jetzt mal ein bisschen ruhig, sonst flipp ich aus. Ihr spinnt wohl ein bisschen, oder was? Ja, jetzt sind wir. Wer hat wen hier ein Glas auf den Kopf gehauen? Das will ich jetzt erstmal wissen. Können wir an der Tür reden oder während des Wegs? Vorne, vor. Jetzt hältst du mal die Klappe! Was ist das? Du bist auch. Also die zwei, definitiv. Ja, auch. 1, 2, 3, an die Kasse. 2 Mädchen haben meine Schwester angemacht. Ich habe denen gesagt, was Klartext ist. Und dann kam irgendwie die Türsteher und meinten, ja, ich muss nach Hause, weil ich die angeblich geschlagen hätte. Mädchen, weil ich nicht tue. Die mutmaßliche Störenfriedin lässt sich nicht beruhigen. Mädchen, setz dich ganz einfach jetzt, ganz einfach. Und halt den Mund ganz einfach mal. Was glaubst du, wer du denn bist? Was?
Was glaubst du, wer du bist eigentlich, Mädchen? Ich bin Jasmin. Ja. Ich komme aus Kassel. Ja, das merkt man auch. Ja. Das merkt man, ne? Ja. Deutscher, wa? Hältst du den Deutschen, ne? Hältst du den Deutschen? Deutsch hältst du den Deutschen? Normal. Nein, brauche ich nicht. Ja, was hältst du? Deutsch hätte ich mir gedacht. Scheiß Deutschen, Alter. Mädchen, das habe ich überhört. Ich schwöre auf Allah, Gott und meine Familie. Äußerst unangenehm für uns Männer, muss ich sagen. Es ist nicht ganz einfach, damit umzugehen. Weil man darf sie ja nicht grob anfassen oder wie sexuelle Belästigung. Das kann ja alles ganz schnell ausarten heutzutage. Deswegen ein bisschen Distanz und mal eine starke Stimme an den Tag legen, dann geht das vielleicht. Aber jetzt grob zugreifen, so auf gar keinen Fall. Die Tür in dem Eisenacher Tanztempel gilt als streng. Besonders ausländische Besucher bekommen das zu spüren. So, Ausweis bleibt bei uns. Ja. Wenn du gehst raus, kriegst du Ausweis. Okay. Weil bei ausländischen Personen, wir nehmen einen Ausweis. Ja, kein Problem. So, ja. Okay. Darf ich kurz abtasten? Hä? Darf ich kurz abtasten? Ja, dann mach alles. Ich markiere sie, ja. Bitte schön, viel Spaß. Ne? Man muss sich Leute merken, die extrem auffällig sind, ja, aggressiv. Wir haben viele ausländische Mitbürger, die gerne mal Ärger verursachen, da sind wir schon sehr streng, was das angeht. Im Studentenwohnheim der Eisenacher Berufsakademie fängt der Abend erst an. Die angehenden Hotelfachfrauen Lisa, Tina und ihre Kommilitoninnen kennen sich erst seit 3 Wochen. Das Mädchen haben sie aber schon zu ihrer kollektiven Lieblingsdisco auserkoren. Neben Tanzen haben die jungen Frauen auch noch anderes im Sinn. Viva, viva Colonia. Südländisch. Südländisch. Ohne Brustbehaarung. Ohne Brustbehaarung. Oh, generell ohne Behaarung. nicht älter als 30. Als 30? Ja. Also so, wir sagen, wir hängen den Rahmen fest. Sportlich. 25, 30? Kein Bierbau. Nein. Ja. Na, sportlich. Ja, halt schnuckelig. In Deutschland gibt es etwa 3000 Diskotheken. Mit 31.000 Quadratmetern gehört das MAD in die Kategorie Großdisco. Peter Kessler ist der hauseigene WC-Beauftragte. Er sorgt für Ordnung und Sauberkeit auf den Toiletten. Der 55-Jährige weiß, worauf seine Kunden großen Wert legen. Besonders stolz ist er auf den Doppelsitzer im Sanitärbereich für Frauen. Das wird angenommen. Aber da gehen dann 5 Frauen rein, weil die müssen sich alles was erzählen, weißt du? Ja, das ist ein Problem dabei. So. Viele Gäste sind mit Peter Kessler per Du. Kein Wunder, der Klomann gilt im Haus als Urgestein. Hallo, Piero. Hallo, guten Abend. An die ungewöhnlichen Arbeitszeiten hat sich der Reinigungsfachmann genauso gewöhnt wie an den immer wiederkehrenden Schmutz. Es sind ja doch viele Stunden, die man dann hier auch verbringt, gell? Wenn man abends hierher kommt und nächsten Morgen dann erst hier wieder nach Hause geht, ist schon allerhand. Aber es ist immer wieder schön, wenn man mit den jungen Menschen zusammen ist. Das gibt dann immer wieder Kraft. Ja? Und jetzt riecht man die Gerüche? Das riecht man dann gar nicht mehr. Das riecht man da gar nicht mehr. Mit der Zeit ist das dann irgendwie, als wenn man irgendwo im Betrieb arbeitet und da ist irgendwo eine Galvanik oder so. Das, manchmal ist es schon kriminell, aber das kriegt man dann mit der Zeit gar nicht mehr mit. Nadine und Mel tanzen bis zu 6-mal im Monat gegen Bezahlung. 3 bis 4 Stunden voller Körpereinsatz für eine Gage von durchschnittlich 120 Euro. Den weit weniger anstrengenden Auftrag erfüllen die männlichen Kollegen Grace und Thomas auf der Damentoilette. Die Sektgläser füllen und dabei recht freundlich lächeln, so lautet die Anweisung. Der außergewöhnliche Service wird dankend angenommen. Es bleibt bei dem Lächeln. Mädels gucken eher lieber. Also die begnügen sich einfach mit dem Gucken und dann reicht das auch schon. Auf der Oldie-Tanzfläche erregen die Eisenacher Studentinnen Alex, Vanessa und ihre Freundinnen die Aufmerksamkeit. Leider immer bei den Falschen. Keine Chance auf einen Flirt. Einfach mal nur viel zu jung. Außer er ist die Ausnahme, er ist hier zu alt. Schwierig.
Ab 23 Uhr mischen sich die Türsteher in Zweierteams unter die Feiernden. Mit fortschreitender Stunde und erhöhtem Alkoholkonsum steigt das Aggressionspotenzial in der Menge. Vermeintliche Störenfriede, Drogenkonsumenten oder betrunkene Streithähne fliegen raus. Mit fortschreitender Stunde halten zunehmend auch ruhige, aber angeschlagene Gäste die Security-Männer auf Trab. Bei der Schadensbeseitigung vertrauen sie auf Reinigungsfachmann Peter Kessler. Wir achten jetzt im Moment besonders darauf, wegen starken Alkoholkonsum, dass die Leute nicht zu schlimm hier drin umhertorkeln und die Leute anrempeln und andere Leute dumm belästigen, will ich mal sagen. Darauf achten wir momentan besonders, vor allem auch, dass keine Streitereien entstehen. Und dadurch zeigen wir ziemlich viel Präsenz und versuchen überall zu sein. Kurz vor Mitternacht. Ein Gast hat eine Ohnmächtige in den Verwahrungsbereich getragen. Die junge Frau war bewusstlos neben einem Bartresen zusammengebrochen. Für Matthias, den Chef des Security-Teams, ist der Fall klar. Ein Krankenwagen muss kommen. Kann man irgendwann Wasser holen? Ja, sie ist schon wieder ansprechbar, glaube ich. Na, ich danke. Tschüss. Nach wenigen Minuten stabilisiert sich der Zustand der jungen Frau. Kreislauf. Ich wollte mir was zu trinken holen, die hat mich aber nicht bedient. Wir haben das am Abend 3-4 Mal, wenn es richtig voll ist, dass die Mädels einfach einen Kreislaufkollaps kriegen, umfallen und können nicht mehr. Die Sanitäter überprüfen zunächst den Puls und den Blutzuckerwert der Patientin. Da sie bei klarem Verstand ist, kann der freiwillige oder unfreiwillige Konsum von Drogen ausgeschlossen werden. Oftmals nicht ordentlich gegessen abends, zu wenig getrunken, meine ich jetzt Flüssigkeit vor allem. Und dann viel getanzt, Stress, der Lärm. Und auch gerade bei so jungen Mädels ist es normal. Für die junge Frau und ihre Begleiter ist der Discoabend damit gelaufen. Geht das klar, dass sie nach Hause gebracht wird, ja? Sie mal ihre Jacke holen oder so, weil die friert. Gerade wenn jemand in Ohnmacht fällt oder irgendeine Verletzung hat, dann sind wir immer die Ersten, die dort sind. Und wir sind auch die, die sich darum kümmern müssen. Und wenn ihr Kreislaufkollaps oder was sie auch immer hat, dann werden wir sie immer erstmal in Sicherheit vor den anderen Gästen bringen, damit nicht alle gucken können. Und dann kümmern wir uns darum, ob ein Krankenwagen kommen muss oder was auch immer. Der 47-jährige Bernhard Krause und seine Kumpels sind Stammgäste im MAD. Jedes Wochenende nehmen sie gut 50 Kilometer Anfahrt in Kauf. In 20 Minuten holen wir dann die anderen noch ab und dann werden wir durchstarten zum MAD. Ne? Wir sind so früher halt auf Techno-Trance und jetzt so House. Wir gehen also mit der Zeit mit. Wir sind also nicht irgendwo stehen geblieben. Wir machen also den Trend immer mit. Und dort im MAD ist von der Musik her eigentlich unsere Welt. Zu besonderen Anlässen nutzt die Clique, die sich selbst den Namen Wodka 13 gegeben hat, einen eigens angemieteten Bus, um sicher in die Diskothek und wieder nach Hause zu kommen. So, meine Lieben, ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Abend. Ein paar kleine Details zum Bus. Also wir fahren hier im 5-Sterne, also wir fahren den Linienbus. Wie ihr auch seht, ist überall unter dem Teppichboden und so weiter. Ich denke mal, Kaugummis und so weiter bleiben im Hals und der Rest bleibt auch im Hals. Weil sonst muss ich hier nämlich Tüten austeilen für die Heimfahrt. Die Rückfahrt ist erst für die frühen Morgenstunden geplant. Im Seitensprung, dem Schlagerbereich der Disco, amüsieren sich die Hotelfachstudentinnen Mona, Tina und Lisa derweil prächtig. Je später der Abend, desto mutiger die Anwärter. Doch so leicht sind die Damen nicht zu beeindrucken. Naja, es gibt Besseres! Stefan Wagner besitzt und betreibt die Eisenacher Großdiskothek gemeinsam mit seinem 4 Jahre jüngeren Bruder Bobby. Vor 14 Jahren kamen die beiden aus dem bayerischen Schweinfurt in die ostdeutsche Provinz und eröffneten einen Tanztempel. Im letzten Jahr zählten die Unternehmer in ihrem Geschäft den 3,5-millionsten Besucher. Wir haben den Vorteil, dass wir sehr viel über unsere Gäste wissen. Wir wissen, wann sie kommen, wann sie gehen, was sie trinken,
Wir wissen aber auch, wann sie nicht mehr kommen. Und das haben wir in gewissen Funktionen zusammengefasst. Kaum ein Detail über seine Kunden entgeht dem 39-Jährigen. Den kenne ich auch. In der Historie sehen wir, dass er im letzten Monat viermal da war. Er scheint sich auf ein Getränk festgelegt zu haben. Ja, kann man so sehen. Nach knapp 60-minütiger Busfahrt erreichen Bernhard Krause und seine Kumpel ihr Ziel. Schlange stehen müssen die Stammgäste nur selten. Hallo. David. Servus. David. Auf kurz. Hallo. Darf ich mal kurz? So. Ja, klar. Bitte schön, viel Spaß noch. Hallo. Der Name Wodka 13 entstand in einer Nacht, in der die befreundeten Männer 13 Flaschen des russischen Nationalgetränks konsumierten. Inzwischen gehört die eingeschworene Truppe zum Inventar und hat einen eigenen Bereich, direkt neben der Tanzfläche. Im Alltag steht Bernhard Krause vermehrtem Alkoholkonsum eher skeptisch gegenüber. Als Fahrlehrer ist er darauf bedacht, seine Schüler zu verantwortungsbewusstem Verhalten im Straßenverkehr zu erziehen. Nach Feierabend spielt Hochprozentiges die Hauptrolle. Frauen sind dabei eher Nebensache. Das ist nicht so, dass man jetzt irgendwo dann sich eine Ecke sucht oder so. Nee. Das, zum Feiern sind wir ja hier. Geschnackselt wird zu Hause. Die Studentinnen Mona und Tina haben sich abgeseilt und treffen auf ein paar bekannte Gesichter. Ja, das ist ziemlich schick. Ziemlich schick. Ja, sind schick. Auf jeden Fall. Weil die Bewerber so hartnäckig dranbleiben und auch die Damen nicht uninteressiert sind, lassen sie sich auf einen vorerst harmlosen Plausch ein. Schlaft ihr heute? Bei uns zu Hause. Zu Hause? In Hannover. Bei mir zu Hause? Im Studentenwohnheim. Ich hab's gewusst, Studenten. Natürlich. Sag mal, bestimmt aber StudiVZ angemeldet, oder? Nein. Wir müssen aber beide nur Mädels. Okay. Ja. Bis dann. Wir sind ja oben, gell? Dienstende für die Gogo-Tänzerinnen Nadine und Mel. Um das gemalte Outfit loszuwerden, bleibt nur der Whirlpool im Damen-WC. Der Reptil-Look erweist sich als hartnäckig. Eigentlich sonst gefällt mir eigentlich fast alles immer, aber jetzt gerade in dem Moment ist es ein bisschen eklig, aber ist okay. Gegen Mitternacht erreicht die Party ihren ersten Höhepunkt. Auf den 4 Dancefloors und an den 11 Bars herrscht Hochbetrieb. Was die Betreiber freut, bedeutet puren Stress für die Belegschaft. Klomann Peter Kessler sorgt sich um seine Kabinen. Hast du es gesehen, wer reingegangen ist, Mann und Frau? Das bringt mir hier immer alles durcheinander. Und das war vorhin so die Ursache, dass das hier drinnen so sehr gestaut hat. Bei den Mädchen drüben war eine normale Schlange und hier haben wir zu dritten gekommen. Sesmo! Alles gut, der ist nach außen. Ich glaube, da müssen wir mal die Security holen. Nervenstärke ist eine Grundvoraussetzung für den Dienst zwischen den Wasch- und Klobecken. Ja, macht ihr gleich. Lassen wir das raus, das ist gut. Schon drüben gewesen, habe ich das Ding schon weggeschickt. Weißt du, das geht schon die ganze Zeit hin und her. Wenn ich nicht vorhin schon eine Kotze gefasst hätte, würde ich die Handschuhe heute auslassen. Ja, mir reicht es aber auch so langsam heute. Ich habe vorhin schon zweimal reingefasst. Die muss ganz hoch sein, die Ekelgrenze. Sonst können wir das, glaube ich, nicht machen. Das geht sonst nicht. Weil es gibt so viele abartige Fälle, wo es wirklich schon einem hier steht. Und da muss man halt mal schlucken und weitermachen. Ärger im Foyer des Hauses. Die Security hat bei der Kontrolle eines jungen Mannes Drogen gefunden. Unabhängig von Menge und Substanz wird in solch einem Fall immer die Polizei alarmiert. Wie viel ist das? Was? Wie viel ist das? Keine Ahnung, ein oder anderthalb Gramm. Die Jacke ziehen wir mal wieder aus. Und Taschen machen wir leer.
Wegen der verhältnismäßig geringen Menge kann der Beschuldigte auf mildernde Umstände hoffen. Doch ganz ungeschoren kommt er nicht davon. Das sind so ca. 2 Gramm. Was haben wir? Shit. Shit, sagt er selber. Da müssen wir dann erstmal gucken, was es genau ist. Viele sehen ja die Drogen eigentlich als Kavaliersdelikt an. Gerade die Menge, die er dabei hatte. Ich finde, es ist oftmals gar keine böse Absicht von denen. Und er war so ganz vernünftig und habe ich 1 Monat Hausverbot gegeben. Und da kriege ich dann eine Akte angelegt und da steht drin, Besitz von Drogen. So was wird es auch geben. Man weiß jetzt, wenn man sie in irgendeiner Kontrolle hat, dass sie mit Rauschgift in Berührung gekommen sind in der Vergangenheit. Na? Gut, für uns wäre es an der Stelle erstmal abgeschlossen, die Maßnahme. Wie gesagt, Hausverbot, beachten Sie. Ja, klar. 4 Wochen haben Sie, wenn Sie jetzt trotzdem reingehen sollten. Dann machen Sie sich wiederum strafbar. Ja. Würde ich Ihnen nicht empfehlen. Ach, warte die nächste Anzeige. Gut. Okay. Dann. Ansonsten trotz allem noch einen schönen Abend. Ja, danke. Tschüss. Jetzt werde ich heimgehen, denke ich mal. Das ist ja nun gelaufen. Ärgerlich, oder? Ja, schon. Eigene Blödheit halt. Aber was soll man machen? Schönen Abend noch. Während sich Betreiber Stefan Wagner vor allem um das Tagesgeschäft kümmert, ist Bruder Bobby als nächtlicher Ansprechpartner vor Ort. Immer wieder kontrolliert er die Arbeit seiner Angestellten. Ganz genau, ich wollte gerade sagen, Aschenbecher gucken, Stühle achten, bitte auch hier die Zeitschrift nochmal ordentlich sammeln. Es ist sehr schwer bei der Fülle heute auch immer die Motivation hochzuhalten, da sehr viel zu tun ist. Und das Arbeitsaufkommen eben, es erfordert immer wieder auch hinterher zu sein, zu gucken, sind die Gläser auch an den Gefahrenstellen abgeräumt, sind die Aschenbecher sauber. Das ABC der Gastronomie immer wieder abverlangen, das ist sehr, sehr wichtig. Die Wodka 13 Gang läuft inzwischen zu Hochform auf. Nicht einmal 40 Minuten hat es gedauert, bis die erste Maxi-Flasche Wodka ersetzt werden musste. Katastrophe, weil so schnell wie wir das Zeug getrunken haben, konnten die gar nicht nachfüllen. Die Stammtischrunde besteht zum Großteil aus einer Amateurfußballmannschaft, die regelmäßig gegen eine Auswahl der Disco-Angestellten antritt. Fahrlehrer Bernhard Krause hat besonders den DJ ins Herz geschlossen. Heimlicher DJ, ne? Aber das Matt und der Danny sind echt die Besten, kann man echt sagen. Ja, jetzt machst du mich schon verlegen. Nein, nein. Paul und Tide ist unsere Nationalhymne. Ja. Spätestens gegen 3:30 Uhr morgens beginnt für die Männer der Security der nervenaufreibendste und anstrengendste Teil des Abends. Matze! Volle, volle. Machst du mir die erste Hilfe, ja? So, Anzieher, Glas, Ausweis bitte. Stopp, 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 Ausweis bitte. Anzieher, Glas, ja, machst du bitte das? Hast du Gatter noch? Ja? Hast du Gatter noch? Bitte, gibst du mir Gatter. Er hat die ganze Zeit Stress gemacht. Und da hat er mich angefasst und habe ich ihn nur weggeschubst. Dann hat er sich am Glas aufgeschnitten. Mehr war nicht. Das hat so ganz weg. Das hält gar nicht. Wir machen noch eine Binde drüber. Willst du jetzt Anzeige machen? Nein, ich brauche die Brille ersetzt. Das geht gar nicht anders. Der Polizei ist sowieso kommt jetzt. Weil die Brille ist der Ausweis ersetzbar. Du hast mich zuerst angefasst. Ich habe nichts gemacht. Immer Abstand bitte. Immer Abstand. Die Polizei soll den Sachverhalt klären. Immerhin handelt es sich um eine Körperverletzung. Polizei ist noch da. Leber, schönen guten Morgen. Was ist denn passiert? Was soll ich sagen? Der hat ausgeholt, hat meine Hand gegen die Wand gehauen. Somit ist das Glas zersplittert. Und dann, als ich
hat er mir irgendwie nochmal gegen die Brille gehauen. Und dann mit der Faust, mit der Hand. Ich weiß nur, dass auch aus seiner Richtung ein Arm kam. Wissen Sie auch gar nicht, ob er es war. Doch, dass er es war, weiß ich. Ich denke, Sie haben es nicht gesehen. Nein, ich kann Ihnen nicht sagen. Wissen Sie, wenn eine Faust kommt oder flache Hand, ich habe eine Brille. Die Brille ist an den Seiten zu. Ja. Ich wollte ja keine Polizei. Es ist doch, ja, Sie nicht, aber die Ordner müssen hier was tun, wenn sie sich hier schon prügeln. Ist ja kein Ding. Wenn ich die Brille sehe, werde ich wahnsinnig. Naja. Nee, da kannst du nichts mehr machen. Das ist durchgebrochen. Sie haben doch gerade gehört, er kommt ja, dann nach. Ich werde Anzeige erstatten gegen Sie beide, ob Sie eine Hand geben oder nicht. Und Sie werden sehen, was rauskommt. Sie werden beide nochmal gehört. Es wird Ihnen rechtliches Gehör gewährt. Ja. Und dann können Sie sich äußern und dann können Sie, entweder wird es eingestellt oder was weiß ich. Ja, auf jeden Fall werden Sie nochmal von der Polizei hören. Beide. Okay? Ja, okay. Kein Problem. Komm her. Wirklich? Kommst du für die Brille auf? Ich komme für die Brille auf. Ich bin Mann. Wer ist dein Wort hält. Es war wirklich hier nur der Alkohol. Wie immer. Für das erste Mitglied der Wodka-13-Runde ist die Party bereits kurz nach 3 Uhr morgens beendet. Nicht jeder verträgt Wodka in Strömen. Der Jugendliche wird im geparkten Bus unter Aufsicht des Fahrers auf seine Feierkollegen warten müssen. Am besten ohne weiteren Schaden anzurichten. Ich muss meinen Kollegen suchen, der hat Kotzbeutel mit, ich finde nichts. Für den Busfahrer heißt es jetzt wachsam sein. Fischi, geh mal rein für Beinkrause. Wo? Beim Kotzbeutel. Der hat die Kotzbeutel mit. Frag mal, wo er die hingemacht hat. Alles klar. Bleib bei ihm. Ja, du sollst ihn auf jeden Fall raus aus dem Bus machen. Nein, das kann passieren. Soll ich dir sagen, ich habe gefragt nach den Kotzbeuteln, dann hat er gesagt, raus aus dem Bus soll rauskotzen. Ja. Weil für die Nacht Frost vorhergesagt ist, darf kein Betrunkener draußen bleiben. Komm mal mit, mein Kleiner. Wir setzen uns mal auf die Kaltstrümme. Den könnt ihr da draußen so besoffen im Strandkorb liegen lassen. Was ist los, Junge? Was ist los? Ja, was ist denn los? Guck mal, da siehst du doch alles. Bist du mit uns gefahren im Bus? Hast du die Telefonnummer von seinem Bruder? Hast du die Telefonnummer von seinem Bruder? Na? ...1400 Besucher können sich gleichzeitig in den Räumlichkeiten der Diskothek aufhalten. Bei der Anzahl fällt es der Security nicht leicht, auf jeden Einzelnen einzugehen. Trotzdem wird kein Hilfebedürftiger ignoriert. So, mein Kleiner, jetzt setz ich dich hier auf die Couch. Wenn du kotzen musst, gehst du aber bitte raus vor die Tür, okay? Der kann sich noch artikulieren und er ist auch noch ansprechbar, weil er ist einfach nur total besoffen. Den kannst du aber auch so in dem Hemd da draußen nicht liegen lassen bei der Kälte. Der hat noch einen großen Bruder drin, jetzt habe ich den Kollegen reingeschickt und dann nur mal sehen, dass sie sich drum kümmern. Aber besser hier als da draußen. Auf den Emporen der Großdisco geht die Party ungebremst weiter. Angetrieben von DJ Danny Dykes Musikauswahl lassen die Techno-Fans alle Hemmungen fallen. Von Müdigkeit oder Erschöpfung keine Spur. Sag mal, warum habt ihr eigentlich eine Sonnenbrille auf? Ja, Tarnung. Weil sie geschossen sind. Tarnung von was? Für was? Einfach so. Standard eigentlich schon. Klinger die Glocke ist unser Label. Stark angetrunkene und schlafende Gäste werden aufgefordert, das Mall zu verlassen. Der sanfte Rausschmiss dient ausschließlich der Sicherheit. Hallo! Hörst du oder hörst du nicht? Schläfst du oder bist du betrunken? Komm mit! Machst du mal deinen Kopf wieder hoch? Ich rede mit dir, mach mal deinen Kopf wieder hoch. Komm mal hoch! Aufstehen, komm! Komm! Auf! Uiuiuiuiui. Hallo! Alles klar bei dir? Hallo! Hallo!
Für Peter Kessler wird es selbst in den Morgenstunden nicht ruhiger. Unzählige Toilettenpapierrollen hat der 55-Jährige schon gewechselt und ununterbrochen die Sanitärräume gereinigt. Dennoch, Peter sieht seine Funktion nicht aufs Putzen beschränkt. Vater der Nation, sauber machen und Sorgen aller Leute entgegennehmen. Das ist das Einzige, was hier noch so ist. Aber ich mach's auch gerne. Ich mach das gerne. Dem Alkohol wird mehr zugesprochen. Ich denke mir immer, dass das ein Problem unserer Gesellschaft ist. Auch die Jugendlichen haben kein Ziel mehr, keine Hoffnung mehr. Vielleicht auch viele Arbeitslose drunter. Und was ein sehr großes Problem ist, sie haben vor nichts und niemandem mehr Respekt. Und wo sind sie? Wo sind sie? Wir stehen da vor der Tür, ja. Und die Augen auf. Ja. Also da steht ein. Das höchste Arschloch, echt. Ah, danke schön. Ja. Ich will jetzt ganz schön, aber hier ist ein. Der wütende Kunde verlangt seit 30 Minuten nach einem Taxi. Diverse Wagen sind schon vorgefahren, doch der Mann fühlt sich trotzdem schlecht behandelt. Komm, halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse. Willst du nicht hören, ne? Willst du nicht hören? Seit 20 Minuten war es hier Taxi und kein Taxi kommt. Das steht immer noch da. Ja, schön. Ein. Ja. Doch nicht so doof. Ja, ich bin hier. Los, weil du hier. Komm gut nach Hause. Du sie weg. Was soll ich denn sonst tun, außer Nerven behalten? Da muss ich mich beschimpfen und beleidigen lassen. Und das mache ich eben auch. Ich wünsche dem Mann trotzdem einen schönen Reiseweg und dann geht rein. Schließlich verlässt der Störenfried das Haus und Sicherheitsmann Matthias kann durchatmen. Kollege Stefan plagen derweil andere Sorgen. Pass auf, ich will jetzt wissen, wo dein Zettel für deine Jacke ist. Den habe ich verloren. Den hast du verloren, dann hast du jetzt mega Pech, weil du deine Jacke jetzt nicht kriegst. Ganz einfach. Aber die Kollegin hat schon mitgekriegt, wo ich meine Jacke gewonnen habe. Also die weiß, welche Jacke zu mir. Ja, aber die gibt auch keine Jacke raus ohne Zettel. Ganz einfach. Was kann er da jetzt machen? Ja, gar nichts eigentlich. Der kann maximal morgen Abend kommen und dann sind ja die Jacken übrig und da kann er die dann raussuchen. Aber im Moment können wir keine Jacke rausgeben, weil wir nicht nachvollziehen können, ob das seine Jacke ist oder nicht. Shit happens. Glück für den jungen Gast. Trotz mehrerer tausend Besucher allein an diesem Abend kann sich die Garderobiere an ihn und seine Jacke erinnern. Bevor er diese in Empfang nehmen darf, muss er seine Identität nachweisen. Lass mal selber rausholen. Hol mal deinen Ausweis bitte raus. Wie heißt du? Okay. So, dann gehen wir vor. Deine Jacke, komm, anziehen. Komm. Begeisterung bei Bernhard Krause. Gegen 4.30 Uhr legt der DJ endlich die inoffizielle Hymne seiner Wodka 13 Jungs, den Titel Hold on Tight, auf. Danach ist auch der 47-jährige Fahrlehrer mit seinen Kräften am Ende. Nichts geht mehr! Die Leute sind total fertig. Die Geduld von Security-Mann Stefan mit dem jungen Gast neigt sich dem Ende. Sag mal, ich sag, dass dir da was du zu machen hast und nicht andersrum. Sag mal, Freund, wird immer schlimmer. Komm, Feierabend jetzt. Pack dein Portemonnaie bitte ein. Ich warte noch. Pack dein Portemonnaie jetzt ein. Und jetzt heb ich dich hier hoch. Mensch, das Kinder noch mal. Vorsicht mal bitte. So, jetzt bleibst du, wo du bist. Um 5 Uhr früh ist der Partymarathon für Bernhard Krause beendet. Kassensturz. Oder wie viel hast du? So, Barney. 1070 hat er. Reicht das?
die Karten müssen wir trotzdem entwerten lassen, ne? Weil ja. Ich habe ja dann auch. Karten müsst ihr abgeben, 1050 bitte kassieren. Ziehen wir nach. Und den Zettel mit den Namen rein. Es reicht für heute. Es reicht für heute. Wir haben sogar noch was übrig, das kann doch nicht sein, ne? Wie hast du denn da jetzt? 1070 hat sie jetzt da. 1050. Bobby? 45 Euro für deine Angestellten, oh, ja, für deine Bedienung. Sehr schön. Weil sie uns so gut bedient haben das ganze Jahr über. Sehr schön. Ja, das freut als, mich. Als Wiedergutmachung. Finale für die Security. Bei einem letzten Rundgang werden die noch verbliebenen Feiernden freundlich, aber bestimmt zur Tür gebeten. Jungs, hallo, bitte. Es geht um bis um 8. Ja, normalerweise. Also, Schluss mit ja, normalerweise geht das bis um 8 hier. Hallo. Ja, genau. Aber halt schon 3 Stunden eher und. Bitte schön, Schluss mit lustig. Ging's da los? Wir haben noch 4 Stunden zu feiern. Aber nein. Einen schönen Tag noch. Jetzt ist Feierabend. Im Bus der Wodka 13-Runde gibt es Unruhe. Vom Alkohol angestachelt provozieren einige Jugendliche Gonzo, den Verantwortlichen für die Heimfahrt. Also wer jetzt hier meint, der müsste jetzt hier rauchen in den Bus, der geht gleich zu Fuß. Hey! Hört mir zu! Das ist ernst gemeint! Lass die Kippen aus! Da werde ich stinksauer! Macht die Kippen aus. Absolutes Rauchverbot. Hier ist absolutes Rauchverbot drin, Leute. Das ist ein 5-Sterne-Reisebus. Mindestens. Nee, 5 stehen draußen dran und 5 sind auch hier drin. Lass die Kippen aus. Lass die Kippen aus. Wir haben noch. Halt die Fresse jetzt. Ja, ist gut jetzt. Komm. Lass die Kippen aus. Okay, sind wir alle vollzählig. Sind wir jetzt vollzählig? Gut, okay, Abfahrt. Wer fehlt? Hand hoch! Das ist völlig wurscht jetzt. Okay, auf geht's! Zu guter Letzt hat Bernhard Krause noch eine erfreuliche Mitteilung zu verkünden. Wir haben einen neuen Rekord bei Wodka 13 zu vermelden, und zwar 35 Flaschen Wodka. Ich hoffe, ihr seid alle satt und nehmt das alle mit nach Hause und nicht hier den Bus lassen, ja? Sonntag und Montag ist Ruhe in der Eisenacher Großraumdisco. Ab Mittwoch geht der Partymarathon von vorne los. Die Jungs von Wodka 35 sind bestimmt wieder dabei.